Reitsport und Fashion zusammen. Willkommen zurück bei Fashion Star. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2019. Ein Reiter und drei Reiterinnen shoppen diese Woche um die Wette. Albi, Julia, Pauli und Pauline. Unsere Juroren, Turnierreiter Jens Hilberts und Model Kim Nitzdo, wissen, was in Sachen Mode in ist. Neue Woche, neues Glück. Fashion Star. Jung, du hast einen goldenen Hintern, du musst Berufsreiter werden, hat sein Reitlehrer zu ihm gesagt. Gesagt, getan. Und so hat Albi seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Schon als Kind hat er in Bergheim lebende Perser Goldmedaillen mit nach Hause gebracht. Der größte Traum des heute 29-Jährigen ist es, für sein Land, den Iran, bei den Olympischen Spielen von Tokio 2020 mit dabei zu sein. Aber Pferde sind für Albi nicht nur einfach ein Sportgerät, er mag sie fast lieber als Menschen. Am meisten liebt er Hidalgo, seinen schwarzen Diamant. Liebevoll nennt er ihn Hihi. Sein Wiehern klingt für ihn wie ein Kichern. Humor ist für den jungen Berufsreiter genauso wichtig wie Siegen. Mit dieser Lebenseinstellung hat Albi zusammen mit Hihi schon vieles erreicht. Ob die beiden es heute auch schaffen werden, Fashion Star von Piqueur Eskadron zu werden, wird sich zeigen. Hier bei Löstau in Lehrte, dem größten Piqueur Shop Europas, wird Albi gleich für sich und Hihi ein neues Outfit zusammenstellen. Unterstützt wird er dabei von seiner besten Freundin. So, meine Lieben, mein Hihi und ich sind am Start und wir zeigen euch erstmal, wie geshoppt wird. Hallo, ich bin die Billy und die Shoppingbegleitung. Mit 600 Euro ins Shoppingglück. Die Zeit ist allerdings begrenzt. In 20 Minuten muss Albi das Reitoutfit für sich und seinen Hihi ausgesucht haben. Auf die Piqueur Eskadron Klamotten, fertig, los! Die Uhr tickt. 20 Minuten. Männer. Okay, die Männerquote wird immer besser hier. So, wo ist Piqueur? Da ist Piqueur. Gelbe Schleife. Der Albi hat auf jeden Fall ein gutes Tempo drauf. Run the world! Run the world, Albi. Schleife. Ja, das kann ja lustig werden, wenn wir jetzt jede Decke hier anheben müssen. Richtig versteckt. Wo würdest du denn eine gelbe Schleife verstecken? Ja, das überlege ich auch gerade. Pass auf, guck du mal hier komplett. Ach, ich hab sie. Hast du? Ja. Super. Okay. Oh, eine goldene Schleife, die hatten wir vorgestern im Grand Prix. Yes! Okay. Okay, was steht drauf? Nass macht Spaß. Okay, wir brauchen irgendwas mit Regen. Das stimmt. Okay, let's go. Komm. Nach dem Motto ist das It-Piece dran. Halt mal. Ja. So. Du sollst da auflassen, die Tür. Nein. Wenn der Albi sich umzieht, darfst du gerne auflassen. Ich glaube, der hätte bestimmt gerne die Kletzerstiefel gewollt, oder? Ja. Der dachte sich, jetzt kommt High Fashion oder kommen da die Stahlträder. Oh, am besten braune Schuhe, gefüttert mit Fell. Okay, ready. Ja. Okay, dann haben wir hier schon mal das Praktische, das ist eine Regenjacke. Okay, M, perfekt, meine Größe, die kann man auch sogar hier reintun. Auch super als Beutel. Okay, fangen wir von unten nach oben an, oder? Ja. Schuhe haben wir, Reithosen. Ich finde das am besten. Das am besten. Okay. Welche Größe? Ist das eine Frauenreithose? Egal, die steht ja auch gut, die machen bestimmt schön Po. Natürlich, ach, das Wichtigste. Da steht L, ne? Ja, nehmen wir die einfach mal mit. Okay, das ist mal eine schöne Farbe, ne? Das sieht immer gut aus, das geht auch. Eine schöne Weste. Ja. Was ist das? M, super. Perfekt. So, was haben wir jetzt? Schuhe, Habits. Handschuhe? Handschuhe, ja, genau. Handschuhe wären gut. Genau. Ich finde die hier ganz schön. Das Motto nicht. Ja, aber die sind auch wasserfest. Also, ja? Okay. Ja, ich glaube, die werden mehr. So, Größe 9. Hälfte der Zeit ist rum und noch nichts fürs Pferd. Die Farbe auch? Ja, doch, das geht. Das geht. Ja, okay, perfekt. Okay, Handschuhe, so. Hidalgo müssen wir auch einkleiden. Ja, Hidalgo braucht eine. Also, der Albi mag anscheinend die Farbe Grau sehr gerne. Ja. Ja, aber der Mantel ist nachher nicht in der Wertung. Wobei der gar nicht schlecht ist. Ja. Ja, ich rechne jetzt gleich. Genau. Okay, du schon mal rechnen. Du ziehst dich schon mal an. Genau, ich gebe dir auch die Hose. Ich fange schon mal an zu rechnen, bitte. Uiuiui, das ist aber viel. Okay, bis gleich. Also ich hätte eigentlich gerne, dass du weniger anziehst, dann kriegst du mehr Punkte. Ach, Albi. Wir wollen es auch sehen. Ja,
Ich bin startklar. Voila. Voila, was sagst du? Sehr gut. Geht? Ja, dreh ich jetzt einen nochmal um. Siehst du was mit der Hose? Ich habe eine Frauenreithose an, aber die Farbe. Aber die sitzt. Die sitzt einfach gut. Das ist das Gute bei Piqueur. Ich habe eigentlich nur Frauenreithosen. Die betonen nochmal alles. Albi hat eine Frauenreithose an. Was ja. sagt uns Und das? Sie hat. Sie haben, was kriegt der Hidalgo an? Die Beine. Beine noch. Ah, nee, hat er doch. Ah, schaut aber schon schnieke aus. Also wirklich regendicht ist es nicht, aber. Wollte ich gerade sagen. Aber schlecht ist es auch nicht. Ja, knapp 50. 50. Ja, lass mal. 50. Okay, dann nehmen wir noch ein paar süße Hufglocken, oder? Fliegen mit denn raus? Passt das? Ja. Aber die sind. Ja, wenn ja, 26. Ja. Machst du mal 27. 27. Guck mal, Ton in Ton. Mein Gott, das soll mir mal einer nachmachen. So, haben wir alles? Nur noch irgendwo. Ich würde sagen, das reicht. Gut. Ready. Damit Hidalgo genauso schnieke aussieht wie Albi, dafür sorgt Billy. Eine eingeflochtene Mähne darf da natürlich nicht fehlen. Ist das das perfekte Regenoutfit? Albi und sein Hihi glänzen in Grau- und Silbertönen. Praktisch, die Regenjacke hängt griffbereit am Sattel. Keine 4 Euro hat Albi mehr über. Seine Weste war mit über 145 Euro am teuersten. Hihis Abschwitzdecke und Satteldecke von Eskadron sind Ton in Ton. Die Löstau-Boots halten schön warm. Auch die Beine vom Pferd sind für das Matschwetter gewappnet. Der einzige Mann in der Runde hat gut vorgelegt. Mal gucken, ob die Mädels Albi nass machen. Julia hat als Erste die Chance dazu. Vom Grand Prix, Albi, zu, was hast du für komische Schlappe in der Hand? Das wirst du morgen sehen. Echt? Wird's gummistiefelig? Es wird nass. Regen und bunt. Macht lustig. Na dann, glitzer. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2019. Vier Reiter und Reiterinnen gehen shoppen. Wer von ihnen trifft das Motto der Woche am besten? Albi, Julia, Pauli oder Pauline? Turnierreiter Jens Hilbert und Model Kim Nitzdo wählen den Fashion Star. Nass macht Spaß. Reitest du eigentlich gerne im Regen aus? Kommt schon vor. Wahrscheinlich öfters als bei dir, oder? Nein, die zwei Fashion-Sieger-Typen halten nur bei Sonnenschein. Aber nass macht lustig. Spaß? Fashion Star! Es wird auf jeden Fall nass. Und das ist unsere Kandidatin Julia. Mit 32 Jahren ist sie unsere erfahrenste Teilnehmerin. Ihre ersten Schritte machte sie auf dem Rücken der Pferde. Denn bis sie 12 Jahre alt war, voltigierte die Paderbornerin. Sie liebt den Teamgeist. Denn Pferd und Reiter eine Einheit werden. Der Pferdevirus war da. Kashi und Julia sind durch einen Zufall zusammengekommen. Dabei könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Ein Springpferd und eine Dressurreiterin, doch jetzt sind sie unzertrennlich. Die IT-Beraterin findet bei ihrem Pferd die nötige Ruhe. Für perfekte Harmonie muss auch das Outfit stimmen. Da macht Julia keinen Kompromiss. Und wie verwandelbar sie sind, seht ihr jetzt. Zur Unterstützung bei der Auswahl ihres Outfits hat sie Martina mit dabei. Wir freuen uns unglaublich auf den Tag heute hier beim Fashion Star 2019 und ich glaube, dass wir gewinnen können, weil wir einfach immer ein unglaublich stylisches Team sind. Ich bin Martina, ich bin die Shoppingbegleitung und die Besitzerin von Kashkai und wir rocken das Ding heute. Sechs grüne Scheine macht 600 Euro Shoppinggeld für Julia. In 20 Minuten darf sie das Geld auf den Kopf hauen. Ab in den Löstau-Laden. Die Zeit rennt. Da hinten ist das Ziel und jetzt müssen wir nur noch die goldene Schleife finden. Oh Mann, ich muss mich konzentrieren, dass ich nach der goldenen Schleife gucke und nicht nach den Klamotten. Konzentration bitte, Konzentration. Ja. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Hast du? Gut. Nass macht Spaß ist das Motto. Nass macht Spaß? Okay, es muss auf jeden Fall was sein, was man im Regen anziehen kann. Genau. Irgendwie. Ja. Okay, wo ist die Umkleidekabine, dass wir da reingucken können? Genau, da ist dein It-Piece, Julia. Mhm. Dann guck mal rein. Oh. Oh. Mhm.
also nass wird sie schon mal nicht. Jetzt kann sie sich suchen, was sie will. Trocken ist sie schon mal. Dann brauchen wir dazu jetzt das passende Outfit. Okay. Hose? Perfekt. Bei der Hose wäre ich jetzt unsicher, ob man vielleicht eine schwarze anzieht oder... Mit deinem Parker bist du gut für den Regen gewappnet, oder? So kann der Winter und der Herbst kommen. Dann macht nass wirklich Spaß, wenn man so gut ausgestattet ist. Das ist natürlich auch mal ein Farbtupfer dann jetzt im Winter, genau, ne? Genau. Und dann könnte es auch noch rot werden. Oh, rot! Sie hätte beim anderen Thema stattfinden müssen, in der anderen Staffel. Vielleicht. Sie hat sich eigentlich in der Woche davor beworben, aber die war schon voll. Nein, nimm die rote. Mal was ganz anderes, ja. Pass auf, dann wären das so Oberteile vielleicht dazu? Ja. Oder ja, so ein Rot? Ja. Aber, und dann, pass auf, ich zieh mich um und du kannst ja mal bei den Pferdesachen. Ich gucke mal bei den Pferdesachen. Noch 12 Minuten, Martina. Entscheide dich. Wie wär's denn mit einem Mützchen oder sowas? Bandagen. Okay, Martina, bist du bereit? Dann zeige ich einmal, okay? Die Kamera. Ja, sieht gut aus. Ja? Ja. Ich finde die Farbkombination auch mega schön, ne? Oh ja. Kann sie auf jeden Fall tragen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, holla. Holla, holla. Auf schon fast zu schade zum Stall. Ja. Schick. Nee, ne? Aber das sieht gut aus. Passt perfekt, ne? Passt perfekt. Und was haben wir da? Oh, der grüne Ton passt auch. Ja, ich habe auch Glocken gefunden passend, aber ich finde keine Bandagen. Und deine Füße, Julia? Ja, Schuhe müssen wir noch, genau. Guck mal, die Pferdebesitzerin longiert den wahrscheinlich, deshalb hat sie die Fellglocken rausgesucht, weil sie den auch mal auf die Koppel damit lässt. Also an Regen wird hier nicht gedacht. Ja, aber das passt auch vom Ton her. Ja, das passt vom Ton her, ne? Ja. Pink. Ach, hallo. Pink. Aber das finde ich gut. Das ist jetzt endlich mal mutig. Ja, das finde ich, find ich jetzt echt fashion. Burner. Mal da. Ah, wie geil ist denn das? 69. Julia? Ganz ehrlich, das macht Spaß und ist gut, wenn es nass ist. Nee, also muss ich echt sagen jetzt, das finde ich jetzt richtig cool. Die Julia schießt gerade ganz weit nach vorne. Guck mal zur Not. Ja. 42, dann nehmen wir die 34. Ja, dann nehmen wir die 34er. Passt auch. Ja. Ja. Dann haben wir's. Outfit steht, würde ich sagen. Ja. Dann kann der Regen kommen. Da kann der Regen kommen. Geschafft. Geschafft. Guck mal, jetzt siehst du gerade, Julia. Aber das wären nicht die passenden gewesen. Nee. Zack. Geschafft. Oh. Martina kümmert sich noch um Kaschis Aussehen, während Julia ihr Outfit bereitlegt. Unten trägt das Pferd helle Fließbandagen mit grünen Hufglocken. Der Grünton taucht auch in Julias Outfit auf. Knapp 598 Euro hat alles zusammen gekostet. Das Eskadron Halfter passt zu ihrem khakifarbenen It-Piece. Einen Farbakzent setzt ihr teuerstes Teil, ihre neue Piqueur-Reithose. Ein Highlight und ein absoluter Regenkiller, Julias Gummistiefel. Hat Julia das perfekte Regenoutfit gefunden? Spaß haben die zwei auf jeden Fall an ihren neuen Klamotten. Wird Pauli auch dem Wetter trotzen können? Sag mal, die Gummistiefel waren voll cool, oder? Ja, die behalte ich gleich an. Und was ist morgen? Morgen haben wir ein Pärchen. Oh, hoffentlich gibt's keine Ehekrise. Seht selbst. Und weiter geht's bei Fashion Star. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2019. Vier Reiter und Reiterinnen shoppen um die Wette. Wer hat das Zeug zum Fashion Star? Albi, Julia, Pauli oder Pauline? Unsere Juroren Turnierreiter Jens Hilbert und Model Kim Nitzto haben die Qual der Wahl. Sag mal, Schatz, wen würdest du eigentlich als Shoppingbegleitung mitnehmen? Na dich, Schatz. Wen würdest du als Shoppingbegleitung mitnehmen? Da müsste ich mir jetzt mal was überlegen, aber das diskutieren wir mal anders, nämlich hier. Komm, Fashion Star! Ja, okay, ich nehme dich mit. Das ist Pauline. Die 21-Jährige liebt es bunt und verrückt. Ihr Pferd Flori passt nicht nur so gut zu ihr, weil er so schön glänzt, so wie ihre Outfits, sondern auch, weil er ein kleiner Tollpatsch ist. Die zwei machen total viel Quatsch. Sie lieben Zirkustricks oder Fangen zu spielen. Gerne sieht sich Pauline auch mal die Welt von ganz oben an. Oder auch falsch herum. Pauli und Flori fallen gerne mal auf. Dabei darf die Eleganz nie fehlen.
Wenn die Haare im Wind wehen, fühlt es sich für Pauli an, als würde sie fliegen. Pauli und ihr Friese werden Fashionstar, weil wir mit unserem modebewussten Aussehen gerne alle Blicke auf uns ziehen. Und wie das aussieht, zeigt sie uns jetzt. Damit es nicht völlig bunt zugeht, hat Pauli ihren Freund Leon mit dabei. Hi, ich bin Leon. Das wird richtig gut. Pauline rockt das Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 600 € sind es auch für Pauli und 20 Minuten, um die jetzt auszugeben. Nur noch durch die Tür und dann geht's ran an die Klamotten. Also als erstes ziehe ich das jetzt zu, ne? Diese Schleife. Pauli und Leon haben ein Motto und finden es jetzt gleich. Oh, das hat sich nicht gereimt. Ruhe, Ruhe. Na los, Beeilung. Sie ist so die, sie lehnt sich zurück und denkt erstmal. Noch nicht. Er auch. Leon, vielleicht liegt die auch irgendwo drin. Ja, habe ich auch schon überlegt. Ich habe hier gerade schon... Nicht überlegen, suchen. Die muss doch irgendwo hier sein. Nur wo? Soll ich dir helfen? Ah, ich hab sie. So. Nass macht Spaß. Nass macht Spaß. Okay, jetzt müssen wir noch in die Umkleide. Genau. Denn da ist das It-Piece. Ah, cool. Und ein Stiefel. Was bedeutet nur das Motto? Nass macht Spaß. Ja, irgendwie so ein Ausritt irgendwie durch zum See und dann einfach ein bisschen mit den Pferden im Wasser spielen. Sowas könnte ich mir ganz gut vorstellen. Genau. Ah. Wir machen jetzt erstmal eine Feedback-Runde und die 20 Minuten sind rum. So, das ist ganz cool. Gut. So, jetzt müssen wir dazu schnell was suchen. Ja, aber ich finde es ganz witzig, dass sie an Schwimmen gehen denkt und nicht an Regen. Also, das ist der Optimist zwischen den Kandidaten. Was hältst du denn von, ja, so eine Schabracke? Ja, oder sowas mit so einem Glitzer. Ja, hier sowas. Schon 7 Minuten rum und noch nichts gefunden. Nein, wenn die nass wird, sieht man doch den Regen drauf. Wenn du auf einer schönen Show bist mit deinem Friesen, das geht nicht. Ich muss es dunkel nehmen. Ich glaube, sie sollte einfach eine Ganzkörperdecke holen, und damit der Friese nicht nass wird. Also zu einem Friesen würde doch jetzt wirklich Bordeaux schön passen. Ja. Wollen wir hier mal sowas vielleicht? Ja, das passt doch super. Warte, halt es mal dran. Ja, das wird auch gehen. Ja, guck mal auf der. Also das Thema ist Regen und nicht Glitzer. Dazu hätten, ne? Ja, die hier sind die meisten kariert. Ja, die hier sind auch fast und alle eher dunkel. Dunkel, ja, hier auch. Oder sollen wir einfach so schwarze dazu nehmen? Ja gut, das passt zur Hose, ne? Guck mal, die hat es auch in dem, die hat es auch in dem Glitzer. Ja, top. Weil dann könnte man, wenn er nass ist, ihn auf jeden Fall zudecken. Quasi. Okay, die behalte ich jetzt mal auf dem Arm. Soll ich mal gucken, ob die hier noch hängt? Ist die das? Nee, das ist eine andere. Das ist eine andere. Obwohl, nee, das ist die. Nein, das ist die. Doch, das ist die. Nein, ach doch. Ja. Sind das die Preise, die roten, oder? Ja? Ja, dann lass uns das einmal anprobieren und sonst müssen wir gleich noch ein anderes Oberteil. Geht das komplett auf. So. Das ist doch schon schick. Aber auch schön genug? Pauli, ich sehe noch nicht so Regen, den Grün. Nicht Baumwolle, wo du sweaten kannst, wenn du die schöne Show reitest mit deinem Friesen. Ah. Ja. Und jetzt müsstest du quasi gucken, ob das passt. Ja. Das geht? Das geht. Findest du es nicht so schön? Doch. Doch. Sag was. Doch. Das ist schön. Passt? Ja. Leon sorgt dafür, dass Paulis Friese Flori so richtig glänzt. Und da sind die beiden. Viel mehr war im Budget nicht drin. Weniger als 5 € sind übrig. Knapp 160 € die Pikeurhose und die regenabweisende Softshelljacke kostet fast 100 €. Für Flori hat Pauli eine Eskadron-Fließdecke und eine Satteldecke mit Glitzer ausgesucht. Die Bandagen passen farblich dazu. Mit ihrem roten Pulli hat sie Farbe ins Spiel gebracht. So sieht Pauli auf ihrem Flori aus. Jetzt kann der Regen kommen. Nass kann wirklich Spaß machen. Jetzt fehlt nur noch das Küken in der Runde. Pauline. Jetzt ist die Woche bald vorbei. Aber morgen kommt ein ganz liebes Mädchen.
oder zwei süße Mädels. Und die wird's rocken. Seid gespannt. Willkommen bei der vierten Folge von Fashion Star. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2019. Vier Reiter und Reiterinnen shoppen um die Wette. Wem macht nass am meisten Spaß? Albi, Julia, Pauli oder Pauline? Regen ist doch kein Grund, Trübsal zu blasen, oder? Bald ist die Woche vorbei, Schatz. Bist du auch schon ganz traurig? Ich bin ganz traurig, aber im Regen sieht man ja die Tränen nicht. Regen macht lustig. Fashion Star. Pauline liebt es zu gewinnen. Dafür trainiert sie täglich. Ihre Fienchen hat sie selbst ausgebildet und sie ist ihr ganzer Stolz. Auch wenn die Stute gerne mal zu Diva wird, hat sie ein großes Kämpferherz. Dabei räumen die beiden nicht nur im L-Springen die Preise ab, sondern auch in der L-Dressur. Bis dahin war es ein langer Weg für die Holsteinerin. Der eigene Wille ihres Ponys hat Pauline an ihre Grenzen gebracht. Doch sie haben voneinander gelernt, sind zusammen älter geworden, schneller und besser. Auf zum Shoppen bei Löstau. Pauline hat als Shoppingbegleitung ihre beste Freundin Marie-Louise mitgebracht. Ich werde gewinnen, weil ich die beste Shoppingbegleitung habe und mich und mein Pony schon oft schön eingekleidet habe. Ich bin Isa und bin die Shoppingbegleitung von Pauli. Schnell noch die Finanzen checken? 600 Euro, das passt. Dann kann der 20-minütige Shoppingtrip losgehen. Jetzt darf Pauline endlich shoppen. 20 Minuten, bis das Outfit für Reiter und Pferd stehen muss. Wohin? Wo ist das Motto? Na, auf der goldenen Schleife. Pauline, überrasch uns. Hast du was? Nee, ich dachte, vielleicht hast du was. Nee, auch noch nicht. Nee, ich auch nicht. Das Motto ist vielleicht schlecht. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll. Ja, such. Hä, wo kann das denn sein? Hey. Oh, nass Los. Macht Spaß. Was? Nass macht Spaß. Okay, ich laufe in die Umkleide. Genau, Ise. Da ist das It-Piece. Hilf mir mal. Die Pauline ist irgendwie süß. Total, ne? Mega sympathisch. Hey! Nein! Ein Cape. Also eine Reithose, die wasserdicht ist. Was möchtest du denn da drunter ziehen? Was Warmes, wenn es nass ist, oder? Mach was draus. Oh, das Cape hätte ich auch gerne. Aber was passt dazu? Erstmal Reithose. Ja, welche Farbe? Irgendwas Helleres. Ja. Nee, das und jetzt die rote Reithose unten drunter. Und, oder die pinken. Die und pinken dann ein paar schwarze, glänzende Gummistiefel. Ja. What? Ja. Also, du brauchst jetzt... Reithose. Die ist echt süß, die Pauline. Die Pauline, die hat ein ganzes, die würde ich gerne so ein unschuldiges, mal mit zum Turnier nehmen. Dann darfst du ein bisschen einflechten und mir helfen. Gibt mir ein gutes Gefühl, bevor ich reinreite. Sieht aus wie so eine ja. Schwester. Total. Du musst es auch noch ausprobieren, Pauli. Stiefel fehlen noch. Okay, dann gucken wir bei den Stiefeln. Ja, okay, los. Deine Stiefelgröße ist? 38, 39. Nee, nicht die. Welche möchtest du denn auf der anderen Seite oder welche? Los, beeil dich. Genau, Pauline. Zack, zack. Ratlosigkeit. Brauche ich noch irgendwas? Brauche ich noch irgendwas. Geil, der ist auch gut. Wahrscheinlich nee. Hat die Pauline eingekauft und hat noch 500 Euro übrig. Mhm. Brauche ich noch was? Ich habe ja jetzt ein ganz bescheidenes das Regencape deckt ja alles ab. Bist du dir bei den Sachen hier sicher? Schnell noch anprobieren. Was habe ich denn jetzt noch gerechnet? 70, 60. Und was? Die Reithose? Ja, nass. Ah, die sieht gut aus, die Reithose. Der Nass-Look. Gucke mal. Der Nass-Look, hallo. Wir sind bei 612 Euro. Dann musst du ohne Socken reiten. Wir haben 612. Socken weg. Ja.
Okay, fertig. 600. Wir wissen alle, was passiert, wenn es nass ist und du was Helles trägst. Schafft. Ise kümmert sich um Paulines Pony, damit Fienchen auch schön aussieht. Pauline hat ihr Outfit um das Regencape gebaut. Grau und schwarz sind die dominanten Farben. Ihre schwarzen Löslausstiefel sitzen wie angegossen. Fürs Pony gab es eine Springschabracke und eine kuschelige Decke. Bis auf 1,30 Euro hat Pauline alles ausgegeben. 279 Euro waren ihr die Stiefel wert. Unter dem Cape blitzt ihr neuer schwarzer Rolli hervor. Pauline gefällt ihr neues Outfit, doch kann sie damit auch die Jury überzeugen? Die Entscheidung seht ihr morgen. Wer wird Fashionstar? Zum Thema Nass macht Spaß. Klappe, bis morgen. Nass macht Spaß lautet diese Woche das Motto bei Fashionstar von Piqueur Eskadron. Wer unserer vier Kandidaten hat es mit seinem Outfit wohl am besten getroffen? Albi, Julia, Pauli oder Pauline? Die vier Juroren, Kim, Jens, Anna und Scarlett, stimmen darüber ab. Ihr Lieben, Fashionstar 2019, die zweite Runde und wieder in der Jury dabei, die Markenbotschafter von Piqueur Eskadron, Anna und Scarlett. Was macht ihr denn, wenn es nass wird? Also mein All-Time-Favorite ist auf jeden Fall das Regencape. Habt ihr schon den neuen Regencape gesehen? Von Eskadron Fanatic. Oh ja, das war auch den haben wir gesehen. Das war unser heimlicher Star diese Woche. Da sind wir mal gespannt, wie ihr die benotet. Weil wir haben schon unsere Favoriten gefunden. Jetzt geht's los. Mit dabei diese Woche. Albi, unser verrückter Berufsreiter. Hihi ist seine große Liebe. Julia, die ehemalige Voltigiererin, hat mit Kashi ihren perfekten Teampartner gefunden. Die romantische Pauli fliegt gerne mal mit ihrem Flori über die Felder. Und Pauline, unser ehrgeiziger Sonnenschein. Voila, was sagst du? Sehr gut. Ja, dreh ich jetzt einen nochmal um. Wie ist was mit der Hose? Ich habe eine Frauenreithose an, aber die... aber die sitzt... Die sitzt einfach gut. Das ist das Gute bei Piqueur. Ich habe eigentlich nur Frauenreithosen. Ja, aber das passt auch vom Ton her. Ja, das passt vom Ton her, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Das sieht doch gut aus, ey. Das macht Spaß. Ja. Und jetzt müsstest du quasi gucken, ob das passt. Ja. Das geht? Das geht. Findest du es nicht so schön? Doch. 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 Das ist schön. Passt? Ja. Wir sind bei 612 Euro. Dann musst du ohne Socken reiten. Ja, 612. Socken weg. Okay, fertig, 600. Albi mag es gerne grau und silber. Hihi ist mit der Decke auch gut vor dem Regen geschützt. Gekostet hat das ganze Reitoutfit 595,55 Euro. Also Albi ist auf jeden Fall für alle Wetteraussichten gewappnet, weil er seine Regenjacke am Sattel hat. Finde ich eine super coole Idee und sehr gut umgesetzt. Richtiger Fuchs, ja. Dann kann es bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall regnen und deshalb hat er auch eine richtig gute Note. Nämlich die 9,1 und viel Spaß in Tokio. Julias It-Piece, der khaki-grüne Mantel, steht im Fokus. Mit der bordeaux-roten Reithose liegt sie voll im Trend. Kosten 597,50 Euro. Die Julia hatte mich eigentlich schon bei den Gummistiefeln. Da auf war es für mich schon durch. Fall. Das ist das It-Piece bei schlechtem Wetter. Jetzt machen wir eine kleine Laola für die Note, oder? Oh. Hey. 9,5. Wow. Hey. Pauli und Flori sind in Grau, Schwarz und etwas Rot gekleidet. Passen dazu ihre schwarzen Löstonstiefel. Preis insgesamt 595,60 Euro. Die Pauli hat ein richtig tolles Outfit gewählt, aber der schöne Friese mit den tollen Haaren hätte doch auch noch eine Regendecke verdient, oder? Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ausbaufähig. Und deswegen bekommt sie von uns die Wertnote von 8,7. Pauline hat für sich und ihr Pony alles in Schwarz-Grau ausgesucht. Dafür hat sie 598,70 Euro bezahlt. Das It-Piece war ja der Regencape und ich finde sie hat super umgesetzt. Ich habe sie auch schon mal getragen und sie zeigt uns auch, wie man es gut auf dem Pferd kombinieren kann. Was sagst du? Und es ist perfekt jetzt gerade für die Jahreszeit. Da darf das nicht fehlen. Das stimmt. Es Kim, kann also nass werden. Die Wertnote? Verrat uns die Wertnote. 9,1.
Die Wahl fiel nicht leicht. Hier noch einmal der Punktestand im Vergleich. Puh, ganz schön knapp. Und da ist sie, die Siegerin der zweiten Woche. Unser Fashionstar bei Piqueur und Escadron ist Julia mit ihrem Kashi. Die Gummistiefel waren das Highlight der Woche. Als Preis bekommt Julia nicht nur die tollen Klamotten von Piqueur Escadron im Wert von knapp 600 Euro, sondern auch eine Siegerschleife und VIP-Karten für das Hamburger Derby. Gratulation! So sehen Sieger aus. Ihr Lieben, es bleibt nur noch eins zu sagen. Es war eine geile Zeit, doch hey, es tut mir leid, es ist vorbei. Fashion Star. Tada! Thanks for watching. Ciao.